Willkommen bei der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2005 und dem diesjährigen Großen Preis von Monaco hier in Monte Carlo. Ein weiteres Mal hat Michael Schumacher die Pole Position. Das ist das erste Mal in dieser Saison, dass er das Feld anführt. Der zweite Platz des Starterfeldes geht an Takuma Sato. Er ist der erste der Michelin-Fahrer. Jenson Button startet vom dritten Platz. Vierter ist Rubens Barrichello. Fernando Alonso ist fünfter. Christian Klien ist siebter. Er hat gestern eine solide... als ob sich die BAR-Mechaniker auf einen Stopp vorbereiten. Jenson Button wird diese Runde für seinen ersten Stopp hereinkommen. Die Mechaniker sind draußen in der Renault-Box. Fernando Alonso wird diese Runde für seinen ersten Stopp hereinkommen. Jacques Villeneuve hat im letzten Abschnitt ein wenig Zeit vergeben, er liegt dieses Mal 0,2 Sekunden zurück. Der Führende des Rennens fährt in die Boxengasse. Er ist hereingekommen in Runde Nummer 50. Michael Schumacher verlässt die Box. Er nimmt das Rennen wieder auf dem Erster. Es ist Michael Schumacher, dem die Zielflagge gilt. Respektabler zweiter Platz für Barrichello. Jenson Button wird Dritter.
Willkommen im Mekka des britischen Motorsports. Wir sind heute in Silverstone zum 11. Lauf der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2005. Es steht an, der große Preis von Großbritannien. Beim letztjährigen Rennen in Silverstone wurde Kimi Räikkönen, der früh im Rennen die Führung übernommen hatte, von dem leistungsstarken Ferrari von Michael Schumacher auf Platz 2 verwiesen. Schumachers Teamkollege Rubens Barrichello sicherte sich den dritten. Verlässt die Box. Er kommt wieder ins Rennen auf den Erster. Du musst noch 20 Runden schaffen. Und die führenden Fahrer nähern sich der Ziellinie. Sieg für Michael Schumacher.
Räikkönen ist Zweiter. Dritter Platz für Fisi Keller. Willkommen zum Großen Preis von Kanada 2005 hier in Montreal. Ein weiteres Mal hat Michael Schumacher die Pole Position. Das ist seine erste Pole Position diese Saison. Auf Platz 2 steht der Renault von Giancarlo Fisichella. Er ist der erste der Michelin-Fahrer. Kimi Räikkönen führt die zweite Reihe an. Er wird zufrieden sein, dass er so weit vorne im Starterfeld steht. Fernando Alonso ist Sechster. Juan Pablo Montoya startet auf Platz 7. Auf Platz 8 steht David Coulthard. Sato steht auf Platz 9. Nach gestern war er offensichtlich enttäuscht und hat während des Rennens noch... Dabei. An die
Box und der vierte des Rennens. Somit ist er der erste des Führungsfeldes, der hereinkommt, was die Gerüchte bestätigt, dass er beim Start wahrscheinlich wenig Sprit an Bord hatte. Michael Schumacher verlässt die Box. Er dürfte zurückfahren auf den zweiten Platz. Werfen wir einen Blick auf die ersten 8 Positionen. Michael Schumacher liegt nach seinem ersten Stopp in Führung. Räikkönen 2. Narain Kantikayan verlässt die Boxengasse. Er nimmt das Rennen wieder auf dem 15. Platz. An die Box. Er kommt herein in Runde 35. Dem Räikkönen läuft wirklich Gefahr, eingeholt zu werden. Das Auto hinter ihm war in der letzten Runde 2 Sekunden schneller. Schauen wir, wer die besten 8 Fahrer sind. Michael Schumacher führt nach seinem zweiten Boxenstopp. Fisichella ist Zweiter. Montoya ist Dritter. Er fährt zurzeit schnellere Runden als jeder andere. Ralf Schumacher hat etwas Zeit vergeben. Er liegt in diesem zweiten Abschnitt 0,2 Sekunden zurück. Felipe Massa kommt an die Box. An die Box kommt der Führende des Rennens. Hat seinen Stopp beendet. Er nimmt das Rennen wieder auf dem 7. Platz. Michael Schumacher verlässt die Box. Er kommt wieder ins Rennen auf dem 1. Unten in der Toyota-Box kommt Bewegung auf. Ralf Schumacher macht sich für seinen 3. und letzten Stopp bereit. Es ist Michael Schumacher, dem die Zielflagge gilt. Räikkönen Zweiter. Rubens Barrichello Dritter.